In diesem Text stelle ich Gedanken dar, für die vor über 2000 Jahren im Altertum, also von 3000 vor Christus etwa bis 500 nach Christus, niedergeschrieben wurden und sich mit der Grundfrage jeden Wahlkampfes auseinandersetzen, wie Politiker, Politikerinnen und deren Parteien sich möglichst aussichtsreich um die Zustimmung möglicher Wählerinnen und Wähler bemühen können. Die hier wiedergegebenen Vorstellungen sind aus Sicht vieler Gelehrter im Umkreis der Brüder Cicero im ersten Jahrhundert vor Christus entstanden. Einige der damals formulierten Empfehlungen für Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer entsprechen nicht mehr heutigen Moralvorstellungen, also Ansichten darüber, welches Verhalten richtig oder falsch sei, obwohl manche der Ratschläge nicht nur nicht politisch korrekt sind, sondern nach heutigen Maßstäben sogar zu einer gerichtlichen Verurteilung führen müssten, wenn man sie befolgen würde, wissen wir aufgrund aktueller politischer Skandale und Dirty Campaigning, also die Verbreitung von erfundenen Falschinformationen über einen politischen Gegner, wie notwendig eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Vorstellungen und Ratschlägen auch in Zukunft für das politische Leben in einer Demokratie ist. Nun zu den Gebrüder Cicero. Die Brüder Marcus Tullius Cicero und Quintus Tullius Cicero entstammten keiner Familie, die ursprünglich dem hohen Adel des antiken Rom zugerechnet werden konnte. Die beiden Brüder gehörten zur zweithöchsten Gesellschaftsschicht, dem Ritterstand. Die Familie Cicero war vorerst auch nicht in der Metropole Rom selber beheimatet, sondern in einer etwa 100 Kilometer entfernten Landstadt mit dem Namen Arpinum. Die Familie ermöglichte im ersten Jahrhundert vor Christus den Söhnen, unter anderem durch gute Lehrer und Bildungsreisen nach Griechenland, eine gute Bildung in den Bereichen der griechischen Sprache, Rechtskenntnisse, Philosophie, Literatur und Rhetorik. Der ältere und heute bekanntere der beiden Brüder, nämlich Marcus Tullius Cicero, der lebte von 106 bis 43 vor Christus, war unter anderem Anwalt, Schriftsteller und Philosoph. Ein besonderes politisches Gewicht erlangte Marcus Tullius Cicero, als es ihm gelang, in Rom im Jahr 63 vor Christus in eines der höchsten Ämter der Römischen Republik, nämlich dem eines Konsul, gewählt zu werden. Darüber hinaus erreichte er eine auch heute noch große Bedeutung als Redner und Vermittler der griechischen Philosophie. Politisch bemerkenswert ist insbesondere die Gegnerschaft von Marcus Tullius Cicero gegenüber Julius Caesar, dessen sich anbahnende Diktatur er verhindern wollte. Der jüngere der beiden Brüder Cicero, nämlich Quintus Tullius Cicero, lebte von 102 bis 43 vor Christus. Beide Brüder wurden während der Machtkämpfe nach der Ermordung Caesars, obwohl sie sich nicht an dieser beteiligt gewesen waren, dieser Verschwörung nämlich getötet. Rom in der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus. Das antike Rom zur Zeit der Brüder Cicero war im ersten Jahrhundert vor Christus eine Republik, die von keinem König, sondern einer Führungsschicht von Adeligen und Reichen regiert wurde. Die überaus große Bevölkerungsmehrheit war abhängig von dieser Führungsschicht und hatte letztlich kaum politischen Einfluss. Ein Kennzeichen der damaligen römischen Republik war der große soziale Unterschied zwischen Reich und Arm. Es gab in Rom damals keine Demokratie im heutigen Sinne, und das Stimmgewicht der einzelnen Römer bzw. deren politischer Einfluss war von deren Vermögen bzw. Reichtum abhängig. Im Laufe der Zeit gab es insbesondere im ersten Jahrhundert vor Christus mehrere Versuche, besonders einflussreiche Römer eine Diktatur bzw. Alleinherrschaft zu errichten. Dies hätte letztlich die Entmachtung der bisherigen Führungsschichten und die Einführung der Monarchie, also der Königsherrschaft in Rom bedeutet. Mit der Ernennung Caesars, dann zum Diktator auf Lebenszeit und der Herrschaft von Octavian, besser bekannt heute als Augustus, nämlich als Kaiser, kam es letztlich zum Ende der Römischen Republik. Da die von mir hier angeführten 5 Empfehlungen Ciceros für heutige Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer wahrscheinlich ursprünglich im Zusammenhang mit dem Wahlkampf um das politische Amt eines römischen Konsuls in der Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus formuliert wurden, ist es sinnvoll zu erwähnen, was man unter dem Amt eines Konsuls versteht. Das Konsulat war das höchste Amt der Römischen Republik, in das man jährlich gewählt werden konnte.
und dessen Amtszeit dementsprechend ein Jahr betrug. Um die politische Macht einzelner Politiker in Rom beschränken zu können, Stichwort Machtbeschränkung, wurden jährlich immer zwei neue Konsuln, also die Anzahl der Konsuln waren zwei, gewählt, die sich unter anderem auch gegenseitig kontrollieren sollten und jeweils nicht allein entscheiden sollten. Die Wahl selbst erfolgt am sogenannten Marsfeld, also das Marsfeld war der Wahlort, und das Marsfeld war eine Ebene außerhalb der Stadt Rom. Da bei der Wahl nur die persönliche Stimmabgabe erlaubt war und keine Briefwahl im heutigen Sinne möglich war, wählten von der Hauptstadt weit entfernt lebende Römer seltener als jene, die in der Metropole oder ihrer näheren Umgebung lebt. Nun Infos zur kleinen Denkschrift zur Amtsbewerbung. Die bereits erwähnte kleine Denkschrift zur Amtsbewerbung, lateinisch Commentariolum Petitionis, enthält Ratschläge für den Wahlkampf um das Konsulat für Marcus Tullius Cicero in den Jahren 64 bis 63 vor Christus. Obwohl in dieser Schrift der jüngere der beiden Cicero-Brüder, also Quintus Tullius Cicero, als Autor, Urheber der Schrift angeführt wird, könnte laut Historikerinnen und Historikern auch Marcus Tullius Cicero, also der ältere der beiden Brüder, selber oder eine andere oder ein anderer unbekannter Denker, Denkerin, der wahre Urheber dieses Textes sein. Nun zu den konkreten Empfehlungen für die heutigen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Die kleine Denkschrift zur Amtsbewerbung enthält zahlreiche Hinweise, was Marcus Tullius Cicero bei seinem Wahlkampf zum Konsul beachten sollte. Ich habe diese Hinweise zu 5 Empfehlungen zusammengefasst. Die erste Empfehlung lautet: Such dir die richtigen Unterstützer, Unterstützerinnen. Die Wahlkampfcrew des der Kandidatin sollte ein gutes Vertrauensverhältnis zum Kandidaten haben. Woran können Politikerinnen und Politiker kennen, ob sie jetzt die richtigen Unterstützer in ihrem Team haben? Jedes Mitglied sollte so geeignet sein, als könnte es selbst um das Amt kandidieren. Dies ist insbesondere deshalb so bedeutsam, da die Kandidaten selbst nicht überall sein können und aus diesem Grund unter anderem gegenüber den Wählerinnen und Wählern vertreten werden sollten. In diesem Zusammenhang wird in der Schrift insbesondere die Unterstützung der eigenen Familie und des Freundeskreises thematisiert. Wenn die Wählerinnen und Wähler von einem Zusammenhalt der Kandidaten mit Familie und Freunden ausgehen, empfinden sie diese, die Politikerinnen und Politiker, als besonders vertrauenswürdig und sympathisch. Wenn die Wählerinnen und Wähler hingegen eine fehlende Solidarität der Familie und Freunde mit den Kandidaten wahrnehmen, entsteht ein schlechter Eindruck bei der Wählerschaft, da diese davon ausgeht, dass die betroffenen Politiker nicht einmal die eigene Familie bzw. Freunde überzeugen können oder ihm nicht einmal die eigene Familie vertraut. Da vernichtende Gerüchte über einzelne Kandidaten häufig in deren eigenen Bekanntenkreis, also Kandidatenumfeld, entstehen, wird die Bedeutung des guten Zusammenhalts der Politikerinnen und Politiker mit deren Familie und Freunden besonders deutlich. Nun zur zweiten Empfehlung. Suche den Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern. Der Zweck der Kunst der öffentlichen Beeinflussung, also der Propagandazweck, besteht für die Politikerinnen und Politiker unter anderem darin, Menschen in ihrem eigenen Sinne zu beeinflussen. So empfiehlt das Commentariolum Petitionis unter anderem den einzelnen Wählern, insofern schön zu tun, dass bei diesen der Eindruck erweckt werden soll, dass diese für die Politiker von großer persönlicher Bedeutung sind. Um den unmittelbaren Wählerkontakt erfolgreich gestalten zu können, sollten die Politiker über Kenntnisse und Erfahrungen unter anderem in den Bereichen der Rhetorik und Körpersprache verfügen und sogar zu Körperkontakt in Form von zum Beispiel auf die Schultern klopfen oder Händeschütteln bereit sein. Unter der Rhetorik wird insbesondere die wirkungsvolle Art der Redetätigkeit verstanden. In diesem Zusammenhang werden unter anderem heute das Storytelling, also Sachverhalte werden anhand einer Geschichte verständlich gemacht, das auf den Punkt bringen von Themen, also die Themenzuspitzung, das kurz und bündige Formulieren und insbesondere das Ansprechen der Gefühle der Wählerschaft verstanden. Beispiele für die wirkungsvolle Körpersprache sind neben dem in die Augen schauen, die aufrechte Körperhaltung und ein freundlicher Gesichtsausdruck, also die Mimik. Die Beherrschung dieser grundlegenden Kenntnisse der politischen Kommunikation
die gezielten Kontakte mit den Wählerinnen und Wählern, sollen Kontakte ermöglichen, die eine Voraussetzung für eine erfolgreiche politische Karriere und damit auch die Bekanntmachung eigener Botschaften, also der Wahlbotschaften, sein können. Um möglichst viele Wählerinnen für sich gewinnen zu können, sollten Politiker und Politikerinnen nicht nur besonders politisch einflussreiche und mächtige Förderinnen und Förderer wie Senatoren, also die Mitglieder des römischen Parlaments, wohlhabende Geschäftsleute, die Geld für den Wahlkampf spenden und bekannte Volkshelden, wie es heute unter anderem Sportlerinnen und Künstlerinnen sind, ansprechen. Es sollte darauf geachtet werden, auch die Stimmen von möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen, wie unter anderem Jungwähler und die Stadt- und Landbevölkerung, für sich zu gewinnen. Heute würde man von den Zielgruppen der Wahlwerbung sprechen. Es geht also letztlich den Kandidatinnen und Kandidaten auch darum, jene Menschen mit den eigenen Wahlbotschaften zu erreichen, die bisher von anderen Politikern nicht angesprochen wurden. Die Politiker und Politikerinnen sollten weiters bei den Menschen den Eindruck erwecken, dass sie gerne vor Ort Zeit mit ihnen verbringen und ihre Anliegen bzw. Wünsche ernst nehmen würden. Das ist die Zielgruppenorientierung. Dementsprechend sollten die Kandidaten während des Wahlkampfes möglichst keine freien Tage für sich selbst einplanen und so heutzutage unter anderem die Arbeitsplätze der möglichen Wähler aufsuchen, kaum Auslandsreisen unternehmen und Urlaub bzw. Tage der Entspannung im eigenen Land verbringen, um so ein für das eigene Land und dessen Bevölkerung typisches Freizeitverhalten und Nähe zu den Wählerinnen und Wählern aufzeigen zu können. Weitere Möglichkeiten, den Wählern nahe sein zu können, ergeben sich für die Politikerinnen und Politiker durch den Einsatz von Medien. So konnten die Kandidaten schon im Altertum öffentliche Ansprachen halten und heute zusätzlich durch Präsenz in den sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook und Twitter und Inserate in traditionellen Medien wie zum Beispiel Zeitungen und Werbespots im Radio, TV und Videoplattformen wie YouTube Menschen wirkungsvoll ansprechen. Nun zur dritten Empfehlung. Verspreche anderen etwas und fordere von diesen Gegenleistungen ein. Um den Menschen etwas versprechen zu können, Stichwort Wahlversprechen, und später von diesen auch etwas einfordern zu können, das einem selbst hilfreich sein könnte, muss man zuerst wissen, was diesen Leuten wichtig ist und sie deshalb hören möchten. Angehörige jeder Menschengruppe können voneinander abweichende Wünsche und Hoffnungen haben. Dennoch wollen Menschen überwiegend, dass man sich für ihre Interessen einsetzt und regieren eher zurückhaltend bis negativ, wenn sie sich keinen Vorteil von ihrer Wahlentscheidung erhoffen können. In der kleinen Denkschrift zur Amtsbewerbung wird im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Versprechungen zwischen der Zeit vor und nach der Wahl unterschieden, also zwischen Wahlkampfzeit und Nachwahlzeit unterschieden. Es wird in dieser Abhandlung den Politikerinnen und Politikern vor der Wahl empfohlen, die Wahlwerbung jeweils auf bestimmte Wahlgruppen auszurichten, das ist diese Zielgruppenausrichtung, und diesen dann genau das zu sagen, was diese gern hören möchten. Das Wahlprogramm der Partei bzw. ihrer Kandidaten sollte nicht nur Wahlziele, sondern Wahlversprechen beinhalten, die Aussicht auf Hilfestellung für die Wählerinnen und Wähler beinhalten. Nach der Wahl sei es, laut diesem Kommentatorium Petitionis, jedoch nicht unbedingt notwendig, diese Versprechen einzuhalten, also das Brechen von Wahlversprechen wird letztlich empfohlen. Als mögliche Ausrede für dieses moralische Fehlverhalten wird den Kandidaten vorgeschlagen, sie könnten den Wählern gegenüber argumentieren, dass bestimmte Umstände es verhindern würden, dass Wahlversprechen umgesetzt werden können. In diesem Sinne kommt es heute auch vor, dass während der Wahlauseinandersetzung einzelne Parteien ihren möglichen Wählern Wahlversprechen machen und anschließend nach der Wahl darauf hinweisen, dass sie aufgrund der mangelnden Unterstützung anderer Parteien, wie zum Beispiel des Koalitionspartners, nicht in der Lage seien, ihre Vorhaben umzusetzen. Im Kommentatorium Petitionis wird den Kandidaten eindringlich empfohlen, für bereits selbst erbrachte Leistungen, Versprechen bzw. Gegenleistungen, wie unter anderem Stimmabgabe bei der Wahl, Werbung für die eigene Person oder finanzielle Unterstützung einzufordern. Besonders problematische Versprechen aus heutiger Sicht
sind in diesem Zusammenhang insbesondere Bestechungszahlungen, die Vergabe von Staatsaufträgen an Firmen, die im Eigentum von Unterstützern sind, und die Anstellung bzw. Versorgung von Wahlhelfern als Beamte, also Staatsangestellte oder Angestellte eben in einem Betrieb, der dem Staat gehört. Damit sind wir beim Stichwort Korruption, also Bestechlichkeit auf Kosten der Gemeinschaft bzw. des Staates. Nun sind wir bei der vierten Empfehlung angelangt. Sorge dafür, dass die Menschen an dich glauben. In der kleinen Denkschrift zur Amtsbewerbung wird betont, dass sich viele Wähler erst dann für einen Kandidaten bei einer Wahl entscheiden, wenn sie in diese ihre Hoffnung setzen können, zukünftig Unterstützung zu erhalten. Um diesen Eindruck bei den Wählern erwecken zu können, müssen die Kandidaten zeigen, dass sie etwas bewirken, verändern, bewahren bzw. erhalten können. Es geht also um das Ansehen der Politiker. So sind in Zeiten großer Arbeitslosigkeit zahlreiche Menschen bereit, jene Politikerinnen und Politiker zu unterstützen, denen sie das Vertrauen gegenüberbringen, die wirtschaftliche Not, also die wirtschaftliche Situation der Landsleute zu verringern. Jetzt kommt die fünfte und letzte Empfehlung. Verliere deine politischen Gegner nicht aus den Augen. Um in der Wahlauseinandersetzung erfolgreich sein zu können, sollten Politikerinnen und Politiker ihre politischen Mitbewerber, wie zum Beispiel Parteien oder Kandidaten, genau beobachten. In diesem Sinne ist es laut dem Kommentatorium Petionis eine Aufgabe der Politikerinnen und Politiker, ihre Wählerinnen und Wähler auf die Schwächen der politischen Gegner, wie zum Beispiel Skandale oder negative Auswirkungen eines gegnerischen Wahlerfolgs, hinzuweisen. Dementsprechend gilt es für die Kandidaten, die Wählerinnen von den Stärken der politischen Mitbewerber abzulenken. Heute werden diese Empfehlungen von Politikern aufgegriffen, die sogenanntes Dirty Campaigning bzw. Negative Campaigning betreiben. Dabei wird eine Schmutzkübelkampagne gegen politische Gegner durchgeführt, indem unter anderem Falschnachrichten über politische Gegner verbreitet werden, damit diese durch einen eventuellen Vertrauensverlust bei den Menschen mögliche Wählerinnen und Wähler verlieren. Dirty Campaigning bzw. Negative Campaigning durch politische Kandidaten können einerseits deren Gegnern und andererseits darüber hinaus allgemein zu einem Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik, also das Ansehen der Politik, Politikverdrossenheit und zu einer abnehmenden Wahlbeteiligung, also einer geringen Anzahl an Wählerinnen und Wählern, und einer höheren Anzahl an Nichtwählerinnen und Nichtwählern führen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.